Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 22. Juni 2022. Es ist die euch innewohnende Angst vor Urteilen, die euch zögern lässt, euch ganz auf euch selbst einzulassen. Aber ihr habt die Wahl, ob ihr euch selbst mit Liebe oder mit Vorwürfen begegnet. Ist es nicht an der Zeit, für euch selbst zu einem sicheren Menschen zu werden? Ihr verdient es, in euch selbst vollkommen sicher zu sein, wenn ihr euch die Zeit nehmt, voll Liebe, Annahme und Mitgefühl mit euch selbst zu kommunizieren, werdet ihr vielleicht überrascht sein, wie ihr euch öffnet und euer volles Potenzial mit weit größerer Leichtigkeit entfaltet, als ihr es je für möglich gehalten hättet. Seht ihr, ihr könnt nicht gleichzeitig Liebe sein und die Liebe zu euch selbst ablehnen. Euch selbst zu lieben ist der Schlüssel zu dem Königreich, das in euch existiert. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, die innewohnende Angst vor Urteilen, die uns zögern lässt, uns ganz auf uns selbst einzulassen. Das ist definitiv ein großes Problem von vielen Menschen und auch einer der wichtigsten Gründe, warum Menschen nicht in Anführungsstrichen erfolgreich sind in dem, was sie tun. Und mir geht es dabei nicht um äußeren Erfolg, ja, nur letztendlich gestalten wir ja alle in unserem Leben etwas. Ja? Und es gab immer in unserem Leben irgendwann eine Gelegenheit, wo wir Kontakt hatten mit etwas, was wir wirklich gerne machen würden. Und oft war es dann eine ängstliche Entscheidung, die uns daran gehindert hat, diesen Weg zu gehen. Ja? Ich zum Beispiel selbst habe mir auch meine Musikerkarriere ein wenig torpediert, weil ich versucht habe, zweigleisig zu fahren. Ja? Ich habe mich ja nicht nur auf Musik eingelassen, sondern im Prinzip war die Band Dreamscape immer eine Hobbyband. Alle haben noch zusätzlich etwas anderes gemacht. Ja? Manche von uns waren professionelle Musiker, aber das bezog sich dann eher auf Klavierunterricht, Schlagzeugunterricht und sogar ja, ein eigenes Studio, das dann geführt wurde, ein Tonstudio. Aber es war nicht so, dass wir volles Risiko gegangen sind. Ja? Und was wir dadurch vermieden haben, ja, dadurch, dass wir das nicht gemacht haben, sind wir eine Art Sicherheitsweg gegangen. Also immer mit Sicherheitsleine geklettert sozusagen. Ja? Und irgendwann hat aber die Sicherheitsleine dafür gesorgt, dass wir nicht weiterkamen. Und das haben wir nicht gemerkt. Logischerweise, dann kamen Beziehungen dazu, dann wurde die Freizeit, die früher wirklich, ja, als wir angefangen haben, uns scheinbar unendlich zur Verfügung stand, auf einmal zum Problem. Ja? Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, ich weiß es heute noch, wie es war, als unser Schlagzeuger uns eröffnet hat, dass er Mittwoch nicht mehr zur Probe erscheinen kann, weil es einfach zu weit war für ihn. Der hatte doch eine Stunde Fahrt. Und natürlich hat man dann großes Verständnis dafür, aber genau diese Dinge haben dann verhindert, dass man sich auf seinen Traum wirklich einlässt. Ja? Und jetzt nicht falsch verstehen, ja? Ich finde, dass alles sehr gut gelaufen ist, ja? Und ich bin relativ froh, dass ich jetzt nicht auf großen Tourneen mit meiner Band erfolgreich unterwegs bin, weil das hätte wahrscheinlich mein spirituelles Erwachen relativ schwer gemacht. Und meine Lernerfahrung war es auch sicher, in gewisser Weise zu scheitern mit der Band und mit der Musik, ja, mit der großen Liebe dazu. Aber was dazu geführt hat, war auch Angst. Ja. Immer schön zweigleisig fahren, nie nur auf eine Karte setzen, immer Plan B haben. Und das hat mich beruflich torpediert. Das hat mich auch in Beziehungen torpediert, weil ich so viel Freizeit der Musik geopfert habe. Und das hat auch der Musik geschadet.
Spannenderweise waren wir aber wenigstens eine Band, die sich etwas getraut hat. Ja? Also es ist viel leichter gewesen, im Publikum zu stehen und andere zu kritisieren und ja, auf seinem Sofa daheim zu üben und dort Weltklasse zu sein, als dann wirklich auf einer Bühne zu stehen mit so und so viel Songs im Kopf und das relativ fehlerfrei spielen zu können. Und zu akzeptieren, dass nichts so perfekt ist, wie man es sich erträumt. Ja? Das heißt, man kann wirklich ein paar Prozent abziehen von dem, was man auf einer Bühne zu leisten imstande ist, im Gegensatz zu dem, was man daheim machen kann. Ja? Ohne Druck und ohne Publikum und ohne, dass man sich ja, nicht so gut hört. Bei Rockbands ist das ein Riesenproblem auf der Bühne, dass man eigentlich nur noch den Schlagzeuger hört und alles andere gar nicht mehr so gut mitbekommt. Und sich selbst manchmal auch gar nicht gut hört, das ist auch ein Riesenproblem. Naja, jedenfalls gibt es unfassbar viele Musiker, die nie etwas wirklich veröffentlicht haben, die nie in ein Tonstudio gegangen sind und auch nie wirklich großartig aufgetreten sind. Ja, vielleicht schon mal in einem Freizeitheim oder so, aber es sich quasi nicht getraut haben, mehr draus zu machen. Ja, oder eben gar nichts daraus gemacht haben, ja? Nie aufgetreten sind. Es gibt unfassbar geniale Musiker, die nie aufgetreten sind, die nur daheim gesessen sind und üben und vielleicht noch ein paar YouTube-Videos machen. Das gibt es vielleicht auch noch, dass es da Menschen gibt, die rausgefunden haben, ja, da kann man in der Sicherheit der eigenen vier Wände vernünftige Sachen aufnehmen und braucht dann keine Angst haben, dass es großartige Urteile gibt, weil es wird ja eh perfekt produziert, ja. So zum Beispiel wie Voice of Germany, ja. Da gibt es ja einen Grund, warum das keine Live-Shows sind, die meiste Zeit dieser Castings. Und ich meine, ich habe es schon vermutet, weil die haben sich viel weniger versungen als alles, was man so von Deutschland sucht den Superstar kennt, ja. Und ich habe das am Anfang schon verfolgt, ja. Das hat mich als Musiker schon interessiert, ja. Und wir haben sogar mit unserer Progressive Metal Band in den Probepausen ab und zu drüber gesprochen, weiß ich noch ganz genau. Ja, die erste Staffel, Deutschland sucht den Superstar, die hat uns einfach interessiert. Ja. Da ging es um Musik. Aber bei Voice of Germany habe ich gleich gemerkt, da stimmt was nicht. Und als dann Xavier Naidoo in einer Sendung gesagt hat, dass da doch einiges an schiefen Tönen dabei war und ich nichts gehört habe, habe ich gewusst, das ist nachbearbeitet. Und ja, letztendlich kann man sich auch relativ großartig versingen und im Nachhinein, in der Post-Production, kann man die ganzen Töne wieder korrigieren. Ja. Heutzutage sind zum Teil diese Tonwertkorrekturen so gut und so schnell, dass die Sänger das live benutzen. Ja. Das heißt, die singen schon in ein Effektgerät rein, das dafür sorgt, dass die Töne immer richtig sind. Ja. Und da muss man schon furchtbar falsch singen. Nee, man kann gar nicht so falsch singen. Das Einzige, was halt eben passieren kann, dass der Zuschauer die Melodie nicht mehr richtig erkennt. Ja? Weil eben dann ja, statt dem C vielleicht ein D gesungen wird. Ja? Was auch in der Tonleiter ist, aber eben so weit weg von dem C gesungen wurde, dass schon das D dann dran ist. Ja? Da muss man sich schon ordentlich versingen. Ja? Also richtig gute Sänger nutzen das auf diese Weise nicht. Die sorgen nur dafür, dass man sich wirklich gut hört auf der Bühne. Aber viele Gesangssternchen nutzen genau so eine Software. Ja. Da kann man unfassbar viel korrigieren und braucht sich keine Sorgen machen, dass man sich im Nachhinein da irgendwie blamiert. Ja. Und so wundert man sich dann zum Teil über Nachwuchssänger, die dann irgendwelche Covers singen auf YouTube und alles klingt so perfekt. Ja. Da sagst du dir irgendwie, das gibt's doch gar nicht. Ja, weil es auch nicht wirklich gibt. Natürlich gibt es großartige Talente. Da kommen kaum falsche Töne raus. Ja? Und selbst die werden dann im Tonstudio noch einmal bearbeitet, weil dort die Perfektion angestrebt wird. Und die Perfektion, die dort angestrebt wird, ist eine Illusion. Ja? Naja, aber es geht ja eigentlich um was anderes. Es geht darum, dass wir uns eben ja, zu viel Angst machen vor dem eigenen Urteil, dass wir selbst nicht aushalten, was wir da hören. Ich habe euch schon mal erzählt, es gibt das Phänomen, dass viele Nachwuchssänger, also ich sage bewusst viele, nachdem sie das erste Mal im Tonstudio waren und ihre Stimme zum ersten Mal aufgenommen gehört haben, dass die dann das Singen aufgehört haben. Ja? Also das ist gar nicht selten der Fall gewesen, weil sie es nicht ausgehalten haben,
mit der Realität konfrontiert zu werden, ne? Und so geschockt waren, dass sie sagen, nee, also das ist vielleicht doch nicht meins. Ja? Dabei ist es ja nur der Anfang. Gerade bei der Musik muss man sich ja damit beschäftigen, was nicht passt, wo man noch eine Verbesserung sich erüben kann. Ja? Es geht ja um den Anfang und nicht gleich um den Höhepunkt einer Karriere. Ja? Aber viele Nachwuchsmusiker haben damit ein großes Problem und die wenigsten haben dann wirklich professionelle Aufnahmen von sich. Ja? Veröffentlichungen, wo sie sagen können, guck mal, das bin ich, das klingt richtig gut. Ja? Das war meine Band damals. Und die meisten haben relativ schlecht aufgenommene Demos oder irgendwelche Konzertmitschnitte, wo man nichts hört, wo alles zerrt, ja? Weil das eben auch nicht professionell mitgeschnitten worden ist. Und das ist nur ein Feld, ja? Wo man merkt, dass die Menschen eigentlich aus der Angst des Versagens Riesenprobleme bekommen. Und ich meine, Lampenfieber kommt genau deswegen, ja? Wenn die Menschen sich irgendwo hinstellen und etwas präsentieren, an das sie eigentlich glauben und auch glauben, dass sie das ganz gut können, ja, dann geht es manchmal vor allem wegen der Angst extra schief. Und das ist ja wirklich unfassbar weit verbreitet. Das ist ein Riesenthema beim Musizieren vor Publikum, dieses Lampenfieber. Und es gibt es zum Teil auch im Studio, zum Beispiel Steve Way ist einer meiner großen Helden, ja, Gitarrenhelden. Und als der die Whitesnake aufgenommen hatte, da wurde eben geleakt, dass er nicht erlaubt hat, dass auch nur irgendein Gitarrist dabei ist. Ja? Kein Gitarrist durfte anwesend sein, wenn er Aufnahmen macht. Das kommt jetzt auch nicht unbedingt durch die Selbstsicherheit, oder? Ja, einfach Angst zu versagen, dass andere merken, dass er doch nur mit Wasser kocht. Ja? Ist halt so, ja. Und wir blockieren uns dann zum Teil eben bei Sachen, die wir wirklich mögen, schon im Vornherein. Ja? Dass wir sagen, nee, dann lieber nicht. Ja? Ich habe wirklich unfassbar großartige Gitarrentalente kennenlernen dürfen in meiner Gitarrenlehrerlaufbahn, weil ich relativ früh angefangen habe, auch Gitarrenunterricht zu geben, ja? Weil ich halt ein paar Sachen rausgefunden habe, wie man relativ schnell auf ein bestimmtes technisches Niveau kommt und sich das eben erüben kann. Und da habe ich wirklich großartige Talente kennenlernen dürfen und wirklich auch gemerkt, dass ich nicht so talentiert war wie viele andere, nur war ich halt einfach fleißiger als viele andere. Das war eben mein Trumpf, ja, dass ich einfach gesagt habe, gut, ja, das, was ich jetzt heute nicht kann, vielleicht kann ich es dann in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, in ein paar Jahren, ist mir doch egal. Ich übe es einfach. Ja. Und irgendwann war das dann wirklich gut. Ja. Und gerade technisch sehr beeindruckend, ja, weil da kann man viel aufholen. Ansonsten war das, was ich gespielt habe, auch nicht ganz verkehrt, weil ich ein gutes Gefühl habe für Melodien. Aber wie gesagt, ich habe da wirklich Leute kennengelernt, die hätten mit nur einem Bruchteil meines Aufwandes viel mehr erreichen können. Haben sie aber nicht. Ja, es gibt einen Grund dafür, dass man dann diesen Weg nicht weitergeht, weil die Realität einem vorgaukelt, man müsste sichere Berufe ergreifen und am besten zweigleisig fahren. Jetzt kann ich euch aber was verraten. Also in den wenigsten Berufen, wo Spezialisten gefragt sind, ja, das ist in der Musik der Fall oder auch im Sport. Ja. Ich meine, es gibt keinen Profifußballer, der nebenbei noch einen 40-Stunden-Job hat. Gibt es nicht. Ja. Und nicht nur wegen des Geldes, sondern weil man das auf dem Niveau nicht machen kann, wenn man nebenbei noch arbeitet. Ja. Natürlich gibt es auch Hochleistungssport, der vor allem bei Olympia dann eine Rolle spielt, wo die Menschen nicht in dem Maße davon leben können. Ja. Also ich sag mal, wahrscheinlich unsere Feldhockeyspieler, ich glaube nicht, dass das alles Profis sind. Und dann verteilt sich es aber auch ein bisschen, weil das Niveau ja natürlich auf der Welt dann ähnlich ist. Ja? Weil das einfach keine Sportart ist, die die Menschen in den Massen begeistert und deswegen ist auch nicht so viel Geld vorhanden dafür. Aber ihr versteht, worauf es hinausläuft. Letztendlich, wenn man ein gewisses Niveau erreichen will, ja, irgendwo Spitze sein will, und wenn es nur die eigene Spitze ist, und das ist ganz wichtig, die man erreichen kann. Ja? Ich kann immer der beste Gitarrist sein, der ich sein kann, wenn ich daran Freude habe. Ja?
Nur wenn die Realität mir nicht erlaubt, das auszureizen, weil ich Jobs annehmen muss, weil ich eben anderweitig Geld verdienen muss, dann funktioniert das nicht. Ja? Und spannenderweise gibt es gerade in Skandinavien und vor allem in Schweden herausragende Musiker. Ja? Und das liegt wirklich daran, dass deren soziales Netz noch viel besser ist als unseres. Ja? Das ändert sich auch gerade, weil Schweden hat auch viele Flüchtlinge aufgenommen und dadurch ist das Netz nicht mehr so stabil. Aber ich kenne ja auch schwedische Musiker und weiß, wie das funktioniert. Das heißt, die bleiben absichtlich arbeitslos und leben dann von Stütze, um ihren Traum zu verwirklichen. Und talentierte Musiker, die 2, 3, 4, 5 Jahre sich nur darauf konzentrieren können, die sind absolut im Vorteil gegenüber anderen, die eben einen normalen Job noch ausüben müssen. Das ist ehrlich gesagt sogar typisch für Skandinavien. Ja. Aber vor allem Schweden ist dafür sehr bekannt, dass das sehr gut funktioniert, dass die musikalische Ausbildung dadurch auch in den alternativen Musikrichtungen, ja, also eben nicht nur in der Klassik. In der Klassik hat man schon einen gewissen Lebenslauf und einen Werdegang. Ja. Bei uns in der Klassik geht es zum Beispiel darum, dass man unbedingt an ein Orchester kommen muss. Ja. Auch wenn man die 15. Geige spielt, verdient man dadurch so viel Geld, dass man davon leben kann. Und auf einmal ist man professioneller Musiker und kann üben, Unterricht geben und hat ein festes Engagement, einen festen Job, der ist garantiert. Ja? Staatsorchester, die werden von uns, den Steuerzahlern, finanziert. Und das finde ich übrigens auch gar nicht so schlecht, wobei das zum Beispiel in Amerika auch gut funktioniert. Da zahlt die Stadt oder der Staat nicht besonders viel Zuschüsse, wenn überhaupt. Da läuft alles über Sponsoring. Ja? Da sind eben dann sehr wohlhabende und reiche Menschen die Gönner und die Sponsoren dieser Orchester, ja, die es ja auch überall auf der Welt gibt. Ist überall anders organisiert, aber in der Klassik wird diese Talentförderung relativ deutlich betrieben. Ja? Wenn man mit 4 anfängt, Klavier zu spielen und dann ein dementsprechendes Talent entwickelt, dann wird man immer irgendwo unterkommen. Wobei Klavier wieder eine ganz spezielle Geschichte ist, weil es gibt nicht 10 Klaviere in einem Orchester. Ja? Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. Ja? Aber Streichinstrumente gibt es sehr viele in einem Orchester, weil man da auch ja, 3, 4, 5 Besetzungen braucht. Und selbst für kleine Besetzungen braucht man oft mehrere Streicher. Da reicht nicht eine Violine. Ja? Die Solo-Violine ist natürlich wieder was anderes, aber ja, es gibt halt nicht 10 Pianos in einem klassischen Konzert. Und deswegen ist das so eine Sonderstellung, wobei man grundsätzlich Klavier, glaube ich, spielen können muss, wenn man wirklich klassisch Musik studiert. Ja? Zumindest als Zweitinstrument sollte man das vermutlich gewählt haben. Und das Klavier hat den Vorteil, man erschließt sich dadurch unfassbar gut die Musiktheorie. Ja? Das ist bei der Gitarre etwas verwirrend. Ja? Da kann man die Tonarten wechseln, ohne dass man weiß, was man eigentlich macht. Ja? Man verschiebt einfach nur den Fingersatz. Ja? Dadurch ändert sich gar nichts. Während in der Klassik verändert jede Tonart auch den Fingersatz, weil es jede Note nur einmal gibt auf dem Klavier. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber ihr wisst ja, so ab und zu muss ich mal was über Musik erzählen oder das Ganze so ein bisschen transportieren in andere Richtungen. Es ist nur wirklich die fehlende Selbstliebe zu sich selbst und das damit einhergehende fehlende Selbstvertrauen, das viele Menschen daran hindert, Großartiges zu leisten. Ja? Und wie gesagt, es geht nicht um Weltklasse und um Spitzenleistungen, aber ich sage auch, wenn man etwas liebt und darin Zeit investiert, wird man automatisch herausragend werden, ja? Weil so funktioniert die Quelle. Ja? Die Liebe zu etwas wird automatisch das Talent erblühen lassen. Ja? Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir, die jetzt auf dem Planeten sind und uns für Musik interessieren, dass wir zum ersten Mal Musiker sind. Ja? Also auch da dürfen wir froher Hoffnung sein, dass wir an frühere Leben angebunden sind, in denen wir schon unfassbar viel geübt haben und somit sehr leicht Zugang zu einem bestimmten Instrument bekommen. Ja, wir verdienen es, in uns selbst vollkommen sicher zu sein. Ja? Unser Ego macht natürlich was komplett anderes draus. Ja? Wir sind oft
sehr unsicher. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, voll Liebe, Annahme und Mitgefühl mit uns selbst zu kommunizieren, werden wir vielleicht überrascht sein, wie wir uns öffnen und unser volles Potenzial mit weit größerer Leichtigkeit entfalten, als wir es je für möglich gehalten haben. Ja, das ist auf jeden Fall so. Es gibt auch eine Geschichte, die wirklich spannend ist, gerade in der alternativen Musikszene, ja, Pop, Rock, Hard Rock und so weiter, also eben nicht in der Klassik, dass es oft das Selbstvertrauen ist, ja, einfach die Überzeugung, mit der man etwas vorträgt, dass das dann auf einmal die Qualität ausmacht. Dass das den Menschen gefällt, weil es unfassbar authentisch ist und dann muss man gar nicht der beste Musiker oder der beste Sänger sein, um etwas Großartiges zu schaffen. Das ist auch so etwas, ja, dass man denkt, man müsste ja so singen wie die besten Sänger und Sängerinnen auf der Welt. Das ist oft gar nicht so, sondern man muss einfach den eigenen Zugang finden und dann klingt es großartig. Ja. Also ich finde zum Beispiel auch, Phil Collins ist jetzt kein herausragender Sänger, ja, aber der hat mitunter die besten Songs dieses Planeten geschrieben und auch gesungen. Ja. Untrennbar sind diese Songs mit seiner Stimme verbunden, ja. Da wollen wir gar keinen anderen hören, obwohl es viel bessere Sänger gibt auf dem Planeten. Ja. Ich meine, so schlecht war der jetzt auch nicht, hat es ja auch lang genug gemacht. Ja. Aber er war auch ein herausragender Schlagzeuger übrigens. Ja. Und gesungen hat er dann mehr oder weniger, weil Not am Mann war. Aber nur als Beispiel. Ja. Und da gibt es viele Beispiele, ja, von Sängern, die nicht die besten Sänger sind, wenn man jetzt ja so glasklare Kriterien da drüber stülpen würde. Und dennoch ja, sind es Weltklasse-Musiker, ja, unfassbar erfolgreich. Und ja, ich kenne das Thema mit wann ist wer erfolgreich in der Musik und welche Menschen schaffen es und welche schaffen es nicht. Ja. Da kann man auch viel drüber philosophieren. Ja. Aber das jetzt mal ausgenommen, also eben das dunkle Thema aus der Musikbranche mal herausgefiltert, bleibt übrig, dass es vielen Menschen sehr gut gefällt, was eben gar nicht so begnadete Musiker machen. Ja. Also da gibt es viele Beispiele dafür. Ja. Und das ist dann unser volles Potenzial, unser ganz persönliches volles Potenzial, das wir erreichen können. Ja. Und die Selbstliebe, die Überzeugung von sich selbst, das Selbstvertrauen, ja, das macht eben oft den Unterschied. Ja. Und wenn wir uns selbst ablehnen, weil wir zu selbstkritisch sind, dann werden wir sehr wahrscheinlich scheitern. Ja. Ich meine, es gibt immer Karma und interessante Lebensaufgaben, aber ich halte es für unmöglich, dass Musiker und Künstler, die zu selbstkritisch mit sich selbst umgehen, dass die ein glückliches Leben führen werden. Ja. Gerade aus der Kunst kennt man so viele tragische Beispiele, ja, von Selbstverstümmelung, von tragischen Lebensläufen, dass herausragende Künstler gar nicht so alt geworden sind. All das spielt eine Rolle, dass diese ständige Kritik an sich selbst zwar eine gewisse Qualität herbeiführen kann, wir uns aber nie wohlfühlen können damit. Wir werden nie glücklich sein. Und wenn wir nicht glücklich sind, dann werden wir das Unglück anziehen. Wir werden uns kein schönes Leben manifestieren können, wenn wir unseren Kritiker als herausragendste Eigenschaft in uns sehen, weil er uns immer vorantreibt und nie zufrieden ist. Das ist zum Scheitern verurteilt. Daraus können wir nur lernen, dass wir wirklich mit uns im Frieden sein müssen und unsere Selbstliebe zu uns, auch zu dem, was wir machen, entdecken müssen. Und natürlich hat es alles mit Spiritualität zu tun. Weil wenn wir denken, wir wären Gitarristen, wir sind das, dann ist das falsch. Ja? Wir sind die Quelle. Und die Quelle hat Freude daran, sich auch im Physischen zu erleben und sich im Physischen auszuprobieren. Ja? Aber die Quelle ist nicht mit sich selbst auf Kriegsfuß und denkt sogar noch, dass das eine gute Art wäre, mit sich umzugehen, um sich weiterhin voranzutreiben. Das kann, wie gesagt, nicht funktionieren. Und deswegen endet hier auch dieses Channeling mit: Uns selbst zu lieben ist der Schlüssel zu dem Königreich, das in uns existiert. Ja, na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus. Wuhu.
Yippie!